Hallo, Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich sehr, hier in der Glashalle der Leipziger Messe zu sein, wo wir in gut 5 Monaten die Leipziger Buchmesse eröffnen werden. Die Leipziger Buchmesse ist auf sehr gutem Wege ins nächste Frühjahr. Wir haben einen guten Anmeldestand schon heute. Die Branche gibt uns extremen Rückenwind. Alle wollen diese Messe und freuen sich darauf, sich hier im Frühjahr wieder zu treffen. Und das motiviert uns als Mannschaft natürlich extrem, alles reinzuwerfen, die Kräfte zu konzentrieren, im nächsten Frühjahr hier zur Hochform aufzulaufen. Grundsätzlich bei der Leipziger Buchmesse geht es natürlich darum, Leserinnen und Leser, Autorinnen und Autoren zusammenzubringen. Und die neue Literatur des Frühjahrs wird dann die Inhalte bestimmen. Zum Zweiten haben wir aber auch eine Reihe neuer Formate in die Messe implementiert, um die Qualität der Gesamtveranstaltung zu erhöhen. Es wird ein Begegnungsformat, Autoren-Pop-up für Autorinnen und Autoren geben, wo sie sich mit ihren Fans treffen können, wo kurze Lesungen gehalten werden können, wo man über die Bücher sich austauschen kann im Nachgang. Wir haben ein Mitmachformat für Kinder und Jugendliche, wo Leseförderung, Medienbildung, Demokratiebildung auf der Höhe der Zeit spielerisch vermittelt wird und die Kinder und Jugendlichen für neue Literatur begeistert. Und wir haben im nächsten Jahr ein Gastland Österreich, worauf wir uns besonders freuen. Die kommen mit großem Besteck, mit sehr vielen Autorinnen und Autoren und werden uns hier kräftig überraschen. Wir freuen uns sehr über die Förderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Das hilft der Leipziger Buchmesse, ihre neuen Formate ins Werk zu setzen fürs nächste Jahr. Das hilft uns organisatorisch noch besser, auch in der Digitalisierung, unsere Prozesse zu managen. Und das wird uns vor allen Dingen helfen, den Ausstellerinnen und Ausstellern direkte Unterstützung zu geben, an der Messe teilzunehmen. Wir werden also Rabatte ausreichen zwischen 15% und 30%. Das hat mit der Standgröße am Ende zu tun. Und die werden dann als Rabatt einfach von der Miete abgezogen. Da muss man nichts machen, man muss sich nur anmelden und dann läuft das. Wenn man als Aussteller dabei sein will, alles stehen und liegen lassen und bis zum 15. November sich anmelden. Das ist wichtig, weil wir mit den Erfahrungen der letzten 3 Jahre und mit den gegebenen Rahmenbedingungen jetzt größere Vorlaufzeiten brauchen. Also 15. November in den Kopf nehmen und unbedingt anmelden. Ich freue mich auf die leuchtenden Augen der Besucher der Leipziger Buchmesse, auf begeisterte Begegnungen von Branchenteilnehmern und ich freue mich persönlich darauf, mit den Ausstellern wieder klönen zu können und auch über die Zukunft zu reden.